könnt auch Türme errichten oder euer Schloss mit Mauern umrahmen. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt der Archery Range. Hier richten wir mal hier. Ja, da müssen wir irgendwie an Sunstone kommen. Gut, hier wäre ein Gebiet, wo wir rüber könnten, aber da könnte niemand hinlaufen. Das ist dann gerade ein bisschen unpraktisch. So, 5 Archer. Oh, man kann sogar Boden errichten. Also ja, ich bin eigentlich gewillt, noch mal neu zu starten, einfach. Also irgendwas klappt hier nicht ganz. So. Euer Haus ist voll. Na gut, dann exportieren wir einfach mal.
werde halt hier jetzt wirklich einen Sunstone-Workshop hinsetzen. Sag bloß, du kannst hier rum. Okay. Exzellent, wir haben es durch die zweite Nacht geschafft, aber die Boote werden jede Nacht angreifen. Wir sollten weitere Truppen trainieren. Ja, 40 Archer. Ich bin aber, wie gesagt, gewillt, nochmal neu anzufangen. Und zu hoffen, dass wir eine bessere Map kriegen. Eine, wo wir Sunstone in der Nähe haben, wenigstens ein Vorkommen. Also die können wir löschen. Wir können die Combat Difficulty ändern. Happy Sheep, Villager, Rekrut, Ritter, Veteran, Held, König, Heiliger. Aha. Gucken wir mal, haben wir diesmal mehr Glück mit dem Gold oder mit dem Sunstone, wie es hier ja heißt. Ich muss ja zugeben, bis jetzt merke ich nicht wirklich viel. Das soll Small Hill sein? Nee, gefällt mir auch nicht so ganz. Nehmen wir mal Big Hill, mal sehen, was dabei rauskommt. Oder soll ich einfach Flachland nehmen? Flachland ist bei immer so angreifbar. Castle oder Big Hill. Machen wir das mal. Und ja, so sieht das schon ziemlich erstaunlich aus, so auf den Bildern, was da gebaut wurde. Also was man bauen kann, theoretisch. Okay, der Sunstone da sollte leicht zu erreichen sein. Der ist gleich auf dem nächsten Feld. Ah ja, der erste Moonstone, der taucht da auf. Okay.
Ich hoffe mal, der Wolf, der hier oben gespawnt ist, wandert jetzt langsam zu seinem Den zurück. Das wäre praktisch. Ja, jetzt brauchen wir mehr Sands. Soweit wir hier reingehen, ist zum Glück das Ganze pausiert. Ah, Treasury kann man erst sehr spät haben. Vorher kommen Märkte. Karawanen. Ressourcentausch. Naja, und die Vegetable, die Felder da, die kann man erst ganz spät. Genauso wie mit den Schlachter und die Windmühle. Braucht man zuerst auch das Warehouse. Aha. Steinverteidigung gibt es auch erst sehr spät. Ironworking. Oh, die Kirche gibt es auch erst ein bisschen später dann. Feuerpfeile. Verursachen mehr Schaden und sehen cool aus, okay. Und auch Feuermunition für die Belagerungswaffen. Oh, Dekoration für Mutbonus. Okay. So, jetzt warten wir, bis unsere beiden neuen Sun People hier auftauchen. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal wieder Nahrung brauchen, also das hier capturen und eine Farm errichten. Das hier auch gleich capturen. Ah, das besten das hier auch gleich. Gut, wir haben Essensproduktion. Es wird dann bald wahrscheinlich Nacht werden. Ach so, da ist auch ein Wolfsbau.
So, da werden weitere Arbeiter produziert.